immer gerne genommen. Wieso haben wir denn kein Kabelfernsehen an Bord? Blöderweise ist auch 30.000 Kilometer die Rolle gerissen. Das kann ja auch schon mal passieren. Ne? Aber dann kam das, dann kam der Hammer. Was wir gehört haben, ich sag, was haben Sie denn gehört? Die Crew bekommt die Essensreste von uns. Stimmt es? Nein, es ist umgekehrt. Aber wie willst du denn die Essensreste vermitteln? Das kannst du einfach nicht machen. Ne? Nein, wir hatten, ich war mal in Norwegen. Schon mal jemand in Norwegen gewesen? Ein tolles Land. Ich sah neulich noch zu meiner Freundin Ulla, warst du mal in Norwegen? Ja, sagt sie. Ich sag, Kind, hast du Fjorde gesehen? Nein, sagst du, die Tiere sind doch so scheu. Ja, also die springen auch nicht. Aber, das war toll. Wir hatten Windstärke 175, Seegang 93. War irre was los. So ein älteres Ehepaar wollte da raus und sie sagte immer, Wilhelm, ich will das Naturschauspiel sehen. Sagt er, Renate, guck das Wetter an. Wilhelm, also es ging nach ihrem Willen. Die beiden raus und so eine Welle kam von der Seite rein. Flatsch! Und sie fliegt über Bord. Schreit sie immer noch, Wilhelm, schmeiß den Ring, schmeiß den Ring. Ja, sagt er, den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Also, pass auf einer Kreuzfahrt, was euch da alles ja, ich sehe schon die Blicke. War die Alte nicht bei den Kreuzzügen schon dabei? Nein, hätte ich ja machen können. Ne? Ihr steht ja gemütlich und habt was zu trinken. Ja, vielleicht für die Crew, hätte ich mal gesagt. Für das Personal würde auch gerne irgendwas Kleines trinken. Und falls mich jemand anlegt, ist ja sehr nett. Hast du mich drauf auf der kleinen Kamera? Ja. Guck mal, da steht sogar AIDA drauf. Selber so eine Pocket. Also, was ich sagen wollte. Es ist, ja, ich weiß. Was, Männer bescheißen uns Frauen immer. Ne? Brauchen wir die Männer in der heutigen Zeit? Nein, Jungs. Wo es Pipetten und Reagenzgläser gibt, können wir Frauen uns die Zwillinge auch selber schütteln. Da brauchen wir die Männer nicht mehr dafür. Die Männer sagen immer, mein ganzer Körper besteht aus Muskulatur. Jungs, in der Mitte ist eine Krampfader, die müsst ihr auch mal füllen. Aber das ist einfach so. Ne? Aber ich sehe schon, ihr seid heute nur so ein bisschen, das ist ja fast wie im Vatikan. Nein, das ist ja lustig. Ihr habt schon einen langen Tag hinter euch, oder? Alle von irgendwo hergekommen. Nein, mir geht es gar nicht gut heute. Ich bin ein bisschen in den Tagen. Ich vertrage die Pille nicht. Die ist so klein, die kullert immer wieder raus. Ganz vorher gesagt. Was sagt meine Tochter? Gut, ich schlug noch eine Gabel aus dem Gitter davor. Fand ich auch nicht schön. Aber das ist einfach so, ne? Guck mal, ich glaube, ihr wart gar nicht raus. Ihr sitzt hinter euren Schreibtischen in der Welt. Ihr seid auch noch nicht gekommen, oder? Das ist ja lustig. Was sagen wir bei uns in der Branche immer? Hoch das Wein, Champagner muss rein. Früher haben die Leute mit Flaschen geschmissen. Ich habe sie in den Kork. Das kann ich nicht mehr. Es gibt nur noch Schraubverschlüsse und drehst dich zu Tode. Das macht einfach keinen Sinn. Also, wie gesagt, ja, hör auf. Was Männer alles so machen. Neulich bin ich in meiner Apotheke. Da kommt ein Typ rein und sagt, hätte gerne Giancarlo. Sagt Apotheker, das darf ich nicht verkaufen, das ist verboten. Der holt die Brieftasche raus, legt ein Bild von seiner Frau hin. Sagt Apotheker, Sie haben ein Rezept. Also, das war das nicht witzig. Und dann, Kinder, die Selbstüberschätzung des Mannes. So ein Hutzelmännchen kommt rein, ne, war ungefähr 83, 5 Jahre. Was sagt der Apotheker? 5 Jahre? Was haben Sie denn vor? Sagt der Damenbesuch, 5-mal hintereinander, glauben Sie nicht. Anderen Tag kommt er rein, macht er so. Was sagt der Apotheker? 10 Viagra? Nee, sagt er, Handcreme, die sind nicht gekommen. Also das ist so eine Überschätzung des Mannes. Und ich bin ganz ehrlich, ich komme ja mit diesen scheiß Schuhen auch nicht mehr hinter den jungen Burschen her. Ne? Und im Alter wird die Haut auch sensibler. Neulich denke ich, Horns, Augäpfel auf deinem Rücken, genieß das. Bin ich eine halbe Stunde ganz langsam gegangen, habe ich das genossen. Dann drehe ich mich um und sage, warum verfolgen Sie mich? Sagt er, jetzt wo ich sehe, weiß ich es auch nicht mehr. Also das fand ich nicht nett. Aber ich sehe gerade, ich muss mal hier auf die Seite rücken. Jetzt haben Sie mir das Mischpult in die Mitte gestellt. Mittels euch geht's auch gut, tauscht ihr Kochrezepte aus. Guck mal, Christoph, wo seid ihr denn her, wenn ich fragen darf? Hamburg. Aus Hamburg, richtig aus Hamburg? Ja. Hummel, Hummel. Mord, Mord. Ja, mich auch ein paar Mal an allen Ecken, wie du möchtest. Ne? Hör mal, ich finde das immer geil, wenn die Leute von außerhalb nach Hamburg kommen und sagen, wir fahren jetzt mal mit der Reeperbahn. Ich sage, machen Sie das. Wo kann man denn da einsteigen? Ich sage, auf St. Pauli müssen wir kräftig zahlen. Kommen Sie überall rein, ihr wisst Bescheid. Ja, aber wenn du Hamburgerin bist, am Anfang von der Reeperbahn, am Millerntor, wo der Bismarck steht als Denkmal, der wird abgerissen, da komme ich drauf. Aber leider beim Arsch zur Elbe, damit die im Winter nicht mehr zufliegt, haben sie gesagt. Das ist auch gemein. Ja, jetzt freust du dich. Wo arbeitest du denn in welcher Firma? Ich komme dich mal besuchen. Bei Kaschel. Bei Kaschel. Du hast doch schon gut getankt heute, was? Denke ich mir, ne? Fahrt du es aber nicht mehr, oder? Nein. Ah, habe ich mir gedacht. Mit der Bahn. Die fährt nicht mehr heute. Aber ich habe mich neulich umbringen wollen, habe mich auf die Gleise gelegt, ne? Da kam kein Zug. Ganz in die Tonne. Und da bin ich kontrolliert worden mit meiner Karte. Sagt er, Sie haben ja eine Kinderfahrkarte. Sagt, können Sie mal sehen, wie lange ich auf diesen scheiß Zug hier gewartet habe. Das macht alles keinen Sinn. Nee. Aber, ja, wenn du so unterwegs bist wie ich. Aber ich war neulich auf einer Kreuzfahrt nach Jordanien. Schon mal jemand von euch in Agaba gewesen, zur Felsenstadt Petra? Gar nicht, das ist toll, müsst ihr machen. Das war sowas von sensationell. Da habe ich etwas gesehen in der Wüste in Jordanien, einen Pater und eine Nonne. Und die ritten auf einem Kamel durch die jordanische Wüste. Und
Die haben sich vollkommen verritten. Plötzlich macht das Pop! Und das Kamel bricht tot unter den Beinen zusammen. Gottes Willen, hat die heilige Schwester gesagt, jetzt müssen wir sterben. Na ja, sagt der Pater, aber jeder, der stirbt, hat einen Wunsch frei. Was willst du denn? Na ja, sagt er, in meinem ganzen Leben noch nie eine Frau ohne Kleidung gesehen. Kannst du das so machen? Ja, sagt er, das Kamel ist tot, der heilige Vater ist rum, der sieht das nicht. Sie zieht sich aus, er guckt, nein, sagt das ja irre. Ja, sagt er, gleiches Recht für alle machst du auch. Ja, sagt er, bei dem toten Kamel, wir werden hier sterben. Er zieht sich aus, sie guckt, nein, sagt das ja irre. Was hast du da unten hängen? So eine heilige Schwester, will ich das bei der reinstecke, entsteht neues Leben. Ach, sagst du, steckst uns Kamel, vielleicht können wir weiterreiten. Also, das sind so die Dinge des Lebens. Darf man hier rauchen? Quatsch. Darf man ehrlich hier rauchen? Wusste ich ja gar nicht. Weißt du, das ist, wir Deutschen sind ja auch immer so bescheuert. Wir brauchen immer Gesetze, ne? Rauchen und nicht rauchen, doch leben und leben lassen ist wichtig. Ich saß neulich neben so einer Hardcore-Öko-Tante. Die hat auch die Körner vom Boden aufgepickt. Fand ich auch scheiße, ne? Da habe ich so rübergeblasen, da sagte sie mir, der Rauch stört mich. Na ja, denke ich, einmal blase ich noch rüber. Ihr Rauch stört mich, sehr gnädige Frau. Mich bringt er um, mach ich so ein Geschrei. Da fängt die mit mir eine Grundsatzdiskussion an. Sagt, wir rauchen doch alle passiv mit und werden krank. Ich sag, hören Sie auf, wenn zwei dem im Bumsen, wir sind auch nicht schwanger. Also das macht alles.